Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier zurück zu Cities Skylines, diesem wunderschönen Multiplayer-Projekt. Das gibt's immer noch. Und dieses Mal bin ich wieder dran. Hallo, bin wieder der Bürgermeister in der Stadt. Und ich schaue mir jetzt mal ganz kurz an, was die anderen neu gebaut haben in der Stadt. Es hat sich, glaube ich, schon einiges getan. Man sieht hier zum Beispiel, es gibt hier ein paar Hochhäuser. Ich glaube, das sind Bürogebäude. Ich denke, ja. Ja, sind Bürogebäude. Ja, alles. Ganz viel Bürogebäude, sehr gut. Es hat sich aber sehr viel getan. Wie man sehen kann, hat sich einiges verändert. Hier unten kam jetzt neues Dörfli hinzu. Leider, muss ich sagen. Okay, Oranienwald steht da. Ansonsten, ich habe mir die Folgen angeschaut. Die letzte habe ich mir noch nicht angeschaut. Da bin ich leider noch nicht dazugekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Werde ich mir aber noch anschauen. Kann ich in der nächsten Folge nochmal da. Bin ich in der nächsten Folge dann nochmal aktuell mit den ganzen Folgen, was die anderen auch aufgenommen haben. Bin mal gespannt. Aber das sieht alles, soweit es geht, was ich bisher so in den Folgen von den anderen Bürgermeistern gesehen habe, alles richtig cool aus, was sie gebaut haben. Es kam einiges hinzu. Die zwei Inseln kamen auch nochmal hinzu. Sieht auch richtig schick aus. Das hier. Mittelalterliche Burg. Okay, ich habe letztes Mal gedacht, es wäre ein Gefängnis da oben. Ist aber, glaube ich. Kann man das bauen? Ja, ich glaube, das ist wie ein Park. Okay. 480.000 im Monat ist eine Ansage. Muss man. Aber ja, wir machen ganz, ganz viel Geld hier. Deswegen ist okay. Ausgaben, Einnahmen sind im Verhältnis eigentlich ganz gut. Machen so 3 Millionen plus im Monat. Ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Da bin ich mal gespannt, wie viel Plus man noch macht, wenn das neue Update rauskommt. Dieses Wirtschaftsupdate 2.0. Wollten sie herausbringen vor ein paar Tagen, haben sie anscheinend verschoben. Okay. Wegen den Zügen habe ich schon mal eine Folge gezeigt. Braucht man sich keine Sorgen machen. Die fahren immer so. Ist ganz normal. hier wurde dann auch angefangen. Ja gut, das wurde aber dann in der letzten Folge gemacht. Wo ich noch nicht gesehen habe. Mit dem Anbau hier, weil das war, glaube ich, davor noch nicht da. Was man aber hier sehen kann, was ja in den letzten Folgen bei, ich glaube, allen anderen Bürgermeistern, das heißt, auch bei mir, habe ich auch nicht behoben, war Stau. War sehr viel Stau hier, ist aber gerade tatsächlich weg. Uhrzeit? 6 Uhr? Ja gut, ist halt morgens. Warte, ich muss mal ganz kurz schauen. Habe ich das Ding an? Habe ich Tag-Nacht-Zyklus drin? Ich hoffe ja. Gameplay. Oh nein, das war noch vom letzten Mal. Okay, jetzt habe ich es drin. Wow, geil. Also diese Lichteffekte, muss man sagen. Ich denke immer noch, das Raytracing irgendwie. Ist halt die Lichter so geladen werden. Ja, Entschuldigung, die Katze hat mich gerade so angeschaut. Was macht der Schwiller denn da? Quatsch mit seinem Rechner. Okay, aber gut, wahrscheinlich haben wir deswegen aktuell keinen Stau in der Stadt. Würde ich aber tatsächlich nochmal beheben, oder ich würde da generell an die Sache rangehen, sofern jetzt nochmal es hier zu Stauausschreitungen kommen sollte, aber ich glaube, das wurde dann doch ganz gut behoben. Einzigster Knackpunkt ist natürlich das hier. Ist halt das Zentrum, sag ich mal, da kommen halt alle Verbindungen an. Auch wenn hier gerade nichts von der Autobahn kommt, ist halt hier, ja, Stau. Also das ist eigentlich noch einigermaßen okay, aber wenn halt wirklich dann gleich der Berufsverkehr anfängt und alle irgendwie zur Arbeit müssen, dann hat man hier natürlich verloren. Da würde ich mich vielleicht gleich mal dran machen, wenn es heller wird. Ist natürlich die Frage, wie man das machen kann. Bei solchen Sachen frage ich mich immer, wie kann man das machen, ohne dass man jetzt das Zentrum der Stadt irgendwie umwirft und kaputt macht? Weil dann würde ich mich tatsächlich die nächsten Folgen mal schauen, was wir dann machen. Vielleicht so ein bisschen auch auf Stau, Verkehrsmanagement, Stürzen,
Wir können auch nochmal schauen, wie so aktuell. Ich glaube, eine U-Bahn wurde auch gebaut. Sollte auch eine Entlastung sein beim Verkehr. Wie ist denn aktuell die Verkehrslage? Hat man gesehen, es hat geflackert. Heißt Tag-Nacht-Zyklus. Es wird dann gleich hell. Das hier ist ja noch okay. Der große Dreieckskreisverkehr mit den Kleinkreisverkehren an der Ecke. Da ist auch noch alles okay. Frage mich sowieso, warum das hier rot ist, wenn da kein Auto langfährt. Verkehrsfluss ist so bei, keine Ahnung, 62%. Ist auf jeden Fall okay. Das hier unten ist auch sehr okay. Da ist die U-Bahn, da ist jetzt ein Güterzug-Handelsdepot, was man gebaut hat. Ich glaube, letzter Bürgermeister war Pray Play, sofern ich mich daran noch erinnern kann. Wenn ich jetzt keinen Alzheimer habe, wenn es falsch ist, bitte einmal komplett leicht mich anditschen an der Schulter. Nicht komplett durchziehen, dankeschön. So, aber ja, Industriegebiet läuft auf jeden Fall sehr gut. Sieht auch gut aus. Ist schick geworden. Da fährt der Güterzug her. Wie viel Ware hat denn der? Also wenn da jetzt alles ablädt, das ist eine Menge. Haben wir hier eigentlich auch ein Problem mit Güterdingern? Weil auf meinem anderen Let's Play da habe ich immer so ein Problem mit diesem Güterbahnhof gehabt. Da stehen nämlich davor irgendwie hunderttausende Fahrzeuge, kilometerweit bis nach Afrika, staunen sich, weil sie nur eine Einfahrt verwenden. Ja, ist auf jeden Fall ganz geil gemacht. Und dann fahren sie mit irgendwie 0,3 km/h da rein, was komplett super gemacht ist. Vielleicht gibt es für den Bahnhof dann auch ein wirtschaftliches Upgrade im nächsten Update. Ich denke zwar eher nicht, aber hoffe mal das Beste. Ja. Okay. Der hat tatsächlich alles abgeladen. Hat nichts mehr drauf. Okay, jetzt kommen die fetten LKWs. Okay. 25 Tonnen? 25 Tonnen. Wie viel kann man dann lagern? Ach cool, da kommt schon der nächste. 1000 Tonnen. 60 Kilotonnen. Lad mal alles her. Los. Lad mal alles her. Die 60 Kilotonnen. Bestell mal direkt. Müssen wir halt erstmal. War da schon immer Wasser? Ist mir noch nie aufgefallen. War da schon immer Wasser? Da können wir ein geiles Strandgebiet bauen. Generell, ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie bei den anderen irgendwie, keine Ahnung, das Spiel abkackt, sag ich mal. Weil ich habe halt die Mods drauf. Ich habe die jetzt noch nicht verwendet. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Mod drauf, dass ich halt das hier machen kann. Sandoberfläche. Heißt, ich habe dann das schon mal getestet. Man kann dann tatsächlich auch so ein paar Strände machen, die auch echt cool aussehen. Aber da weiß ich nicht, weil die anderen halt das Ding nicht haben und das Asset nicht haben. Also, es ist kein richtiges Asset. Es benutzt halt die Standardtextur vom Game. Aber ist halt die Oberfläche dann. Weiß ich nicht, ob dann bei den anderen das überhaupt noch da ist. Oder weg ist. Okay, und das hier meine ich, hier gibt es jetzt halt aktuell Stau in der Stadt bei den ganzen Kreuzungen. Ist natürlich die Frage, wie man das alles dann beheben kann. Weil Stadtzentrum ist in Ordnung, aber nun ja, man könnte es beheben, wenn man die Autobahn einfach verlegt. Wenn man die nicht mehr da reinfahren lässt, sondern man lässt die einfach außenrum fahren. Das hier kann man noch lassen, da macht man halt, downgradet man halt auf so eine Verbindung, macht man halt hier ein Auf- und Abfahrtkreuz irgendwie, dann lässt man es halt hier außenrum führen und knüpft das, keine Ahnung, haben wir gar nicht mehr, gell? Ach hier, da ist noch eine. Und sonst haben wir eigentlich nichts. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie gerade Lust, die Autobahn zu versetzen. Ich habe auch keine Ahnung, warum. Im Endeffekt könnte man aber dann dadurch halt wirklich den Verkehr besser machen.
klar, ist denn die Straße hier, die kann man weiterhin lassen. Dann baut man die halt, sag ich mal, parallel zu der hier runter. Baut sie da halt hier lang. Weil das ist halt überall Stau. Also irgendwann muss man das halt auch mal machen. Weil die Stadt vergrößert sich halt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann ist man dann halt mal gezwungen, die Autobahn zu versetzen oder mehrere Ein- und Auffahrten zu bauen. Ist halt die Frage. Hier, schau. Da wollen halt alle in die Stadt rein. Und dann gibt es ja natürlich überall Stau und dann kommen sie nicht mehr durch. Dauert nicht mehr lang. Dann hängen sie hier wieder und stauen hier wieder alles. Deswegen würde ich dir das gerne angehen. Und das umbauen. Da wird man jetzt wahrscheinlich länger brauchen. Länger als die Folge. Weil wenn ich mal anfange, Straßen umzubauen, Autobahnen umzubauen oder sonst was, das kann lang dauern. Würde ich aber jetzt tatsächlich mal machen. Ich hoffe auch, dass die Musik in Ordnung ist. Ich habe mal hier so ein Radiosender runtergeladen. Downtown heißt der. Ich mache nochmal ein bisschen Ticken leiser. So. Aber, ich habe bisher noch keinen Musikstrike davon bekommen. Also ist anscheinend lizenzfreie Musik. Zum Glück. Das würde ich jetzt einfach machen mit der Autobahn. Ist natürlich die Frage, wo muss er dann langführen können. Ah, das hier ist Zug. Okay, sieht cool aus. Hat das jemand von uns gebaut oder wurde es schon so gebaut von denen? Sieht ja echt cool aus irgendwie. Auf jeden Fall könnte man das machen. Man könnte natürlich die Autobahn auch hier weiterführen. Ist halt die Frage, ob das dann so schlau ist. Ich würde es eigentlich eher hier weiterführen und dann halt hier Auf- und Abfahrten machen. Was haben wir denn überhaupt für Autobahnkreuze? Gibt es ja auch gigantische Dinger. Warte. Gibt es nicht ein riesiges? Das. So groß wie die ganze Stadt. Bau mal dahin. Da. Nee, natürlich nicht. Wäre das schon ein bisschen zu groß. Aber man könnte natürlich. Warte, was haben wir denn für eine Größe der Autobahn? Ich glaube, die haben wir noch nicht sehr weit geupgradet, gell? Die ist immer noch bei. Oh gut, 4 Spuren haben wir da. Könnte man auch auf 4 Spuren upgraden. Die hat 2 am Ende. Hier auch 2. Aber die finde ich eigentlich am besten. Die. Die, ja gut, wenn man halt in beide Richtungen was haben möchte. Ist halt die Frage, wäre glaube ich auch ganz cool zukünftig. Stell dir mal vor, man baut jetzt hier zum Beispiel das Autobahnkreuz hin, so ein bisschen nah ran. Und dann vergrößert sich natürlich irgendwann die Stadt. Und dann ist halt die Autobahn, sage ich mal, so im Zentrum der Stadt. Und da hat man überall so kleinere Ausfahrten, die halt dann in die Stadt reinführen. Das ist glaube ich schon cool, oder? Oder sowas hier? Ja, würde ich lieber sowas bauen. Das Ding obendrauf wird wahrscheinlich dann sehr viel Stau verursachen. Oder das da. Ja, aber das ist halt wieder so ein bisschen größer. Das ist halt eher für eine Richtung. Hä? Aha. Das sieht interessant aus. Das würde ich vielleicht sogar bauen. Geht der auch in beide Richtungen? Würde ich ausprobieren. Wo soll man das dann hinbauen? Oder warte, ich schaue nochmal nach dem hier. Nein. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hä, wo ist es denn jetzt? Das hier. Kann man das nicht auch ein bisschen umbauen? Jetzt wurde aber extra so gebaut. Ne, lass mal. Das ist der hier. Okay. Gut, weil die Autobahn, die würde ich dann hier lang führen, dann hier lang und dann halt da unten anschließen. Dann würde ich hier so eine Abfahrt bauen. Bisschen
könnte man halt auch so ein bisschen näher hier dran bauen. Mach ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe mich gerade irgendwie auf dieses Bumm gefreut. Also vom ersten Teil, wenn man sowas gebaut hat, hat es ja immer so einen richtigen Schlag gegeben, weil so viel Straßen platziert. Habe ich mich gerade irgendwie drauf gefreut. Habe ich gerade irgendwie erwartet. Das war ich gerade komplett irritiert irgendwie. Kann aber auch sein, dass ich vielleicht auch schon wieder längere Zeit nicht mehr gespielt habe. Weil ich wieder anderes Zeug zu tun habe, leider. Aber diesmal bin ich nicht zu spät mit der Folge. Ich war ja war lustig, oder aber auch nicht. Ich habe mich komplett vertan, weil mir wurde dann das Bürgermeisteramt übergeben. Ich mach die mal weg. Baue ich gleich wieder hin. Und dann war ich, wir hatten Sonntag, glaube ich. Irgendwann in der Nacht, 2 Uhr oder so. Weißt du, 2 Uhr, haha, nehme ich eine Folge auf, weil ich wieder zu spät dran bin und es vergessen habe. Und dann war irgendwas mit dem Spielstand, weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall. Aber die könnte man doch eigentlich auf eine dreispurige downgraden, oder? Man könnte es natürlich auch auf einer vierspurigen lassen. Weil wir halt hier die 2 Spuren haben. Aber da haben wir halt auch die 2. Da auch. Da geht es dann hier auf 3 hoch. Dann haben wir halt hier 4. Ich würde es vielleicht auf 2 machen. Auf 3 würde ich es machen. Einfach mal testen. Ich kann es nur noch auf 4 hoch machen. Ist ja jetzt erstmal die erste Folge. Ich kann ja die Stadt noch ein bisschen, noch 3 weitere Folgen dann quälen. Und kann die Straße dann wieder zu einer 8-spurigen hoch upgraden. Wenn es dann doch zu blöd sein sollte. So, nehmen wir das Parallel-Tool. So, da müssen wir hin. Ja, und dann war ich halt... Ich habe halt gedacht, Mist, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Ich bin schon wieder zu spät dran mit der Folge. Aber ich bin erst für die Woche dann dran gewesen, für dieses Wochenende. Habe ich gar nicht gecheckt. Ich habe gedacht, ich wäre dann für letztes Wochenende schon... dran gewesen, aber zum Glück nicht. Und diesmal bin ich auch nicht zu spät. Nehme ich halt früher auf. Wir haben gerade 0.37 Uhr Samstag. Ich bin tagesaktuell eigentlich mit der Folge. Na? So, geh mal hier entlang. Wir bauen ja schon unten, gell? Liebe Entwickler, könnt ihr mir mal bitte diese Schanze erklären, wie die jetzt hier zustande... Ich habe doch nichts gebaut. Warum geht denn die... Keine Ahnung. Muss man nicht hinterfragen, da gibt's nichts zu hinterfragen. Kann man die jetzt weiterhin anschließen, geht das? Ja, geht sogar. Keine Ahnung, also manchmal macht das Spiel komische Sachen. Sind wir jetzt da? Parallel? Nee. Fast. Ja, bauen wir es dann halt mal so rüber. Warte, wie sieht es aus? Cool. Geht sogar. Ja, dann gehen wir hier auf eine 2. Nein. Wir gehen nicht auf eine 2-spurige. Ich... Grade die gleich mal ab auf eine 3-spurige. So, ohne Backen bitte, danke. Und dann hier auch in die Richtung. Zack. Okay, passt sogar. Bin mal gespannt, was die anderen dazu sagen zu dem Meisterwerk der Straßenkünste. Warum wird denn das hier so komisch? Eine kleine Kurve drin. Eine Koafe. Eine kleine Koafe. Ich habe gerade gedacht, da geht... Mal schauen, wie wir die gleich verbinden.
Aber ich würde die dann auch direkt durchzimmern. Leichte Kurve. Dann würde ich hier entlang gehen. Würde sie hier ein bisschen gerade bauen. Ja, toll, hat er auch wieder eine Kurve reingemacht. Also wenn man mit dem Kurventool versucht, gerade zu bauen. Sehr schlau. Sieht man nie, ob es 90 Grad Winkel ist. So. Müssen wir halt viel anpassen. Die Schiene hier müssen wir anpassen. Die Straße oben müssen wir noch anpassen. So, bauen wir sie dann mal hier runter. Perfekt. So, weil so eine Schiene auf der Autobahn ist, glaube ich, nicht so perfekt. Ich habe auch mal angefangen, ein bisschen mit Terraforming zu arbeiten. Werde ich jetzt hier nicht machen, weil ich halt nicht so viel Zeit habe. Da habe ich ohne Spaß, ohne Spaß. Ich habe für einen Hügel und ein bisschen Straßenumbauarbeiten locker eine Stunde gebraucht. Locker. Also wenn ich hier irgendwas mit Terraforming dann mache, dass es geil aussieht, dann, ja, werde ich wahrscheinlich nichts anderes machen in der Folge. In den 4 Folgen dann. So, und gehen wir einmal runter. Das ist ja auch immer so geil mit dem Ding. Müssen wir aber auch richtig rauskommen dann. Hier ein Stück rüber. Und dann gehen wir hier wieder. Nein. So. Passt es etwa? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja, kann man, glaube ich, so lassen. Sieht okay aus. So, und jetzt kommen wir zu der Straße hier. Man könnte natürlich... Schau, wie viel Stau da einfach ist. Das müssen wir alles... Also, das werde ich auf jeden Fall alles be... Hat da jemand die Klima angelassen? Also ganz schön laut. Ich mach mal die Ampel weg. So. Auf jeden Fall, das wird mir erstmal hier mit ver... Ohne dann? Hiermit verbinden. Da gehe ich erstmal hier hin. Wie soll man das machen? Einfach so drauf, oder? Ja. So. Weil dann könnte man auch nochmal hier hingehen. Hm, weiß ich nicht, ob ich die hier dann wieder entfernen soll. Die würde ich ja gerne so lassen. Dann könnte man trotzdem hier auch nochmal eine Verbindung hinbauen. Ich darf halt nicht Play drücken, gell? Da muss ich mich jetzt ein bisschen zurückhalten. Sonst haben wir da ein Problem. Ist es halt die Frage, wie man das macht. Weil hier ist ja ein Parkplatz. Weißt du, den nehme ich mal. Den baue ich mal da rein. Dann nehme ich die Straße. Baue die ab. Oder weg. Baue die ab. Ich baue die weg. So, nehme dann die hier. Gehe ein bisschen weiter vor. Zack. Dann die verbinde ich mal nicht mehr miteinander. Dann mache ich mal wieder so eine Straße hin. So, etwa gleich. Na gut, kann man auch so machen. Zack. Und dann nehme ich die Street. Der Stritt hier.
und verbinde die einfach hiermit. Wie ist denn der? Oh, ich glaube so eine. Da, 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 da. So. Dann einmal ran bitte, dass es gut aussieht. Ja, ist okay. Und dann nehme ich die größere. Ist halt die Frage. Nee, das machen wir anders. Dann nehme ich dann gleich die. Und gehe rein. So. Leichte Kurve. Leichte Kurve. Dann gehen wir daran. Okay. Dann wären wir damit schon mal verbunden. Das muss man halt dann ausprobieren, wie sich das dann alles verhält. Weil wenn sie halt hier angefahren kommen, können sie halt hier geradeaus und können sie halt hier nochmal entlang. Also die können halt direkt hier in den fetten Kreisverkehr rein, können sie dann hier komplett überall verteilen. Ist halt auch die größere Straße hier, sollte aber dann, glaube ich, nichts ausmachen. Die Straße, die würde ich... Vielleicht auch so eigentlich ja downgraden. Oder einfach so lassen. Ich will die schon downgraden. Muss ich nur aufpassen. Ich glaube, Folgenlänge war 30 Minuten. Dann hätte ich die gleich erreicht. Da würde ich hier eine sechsspurige Straße bauen. Was haben wir hier? Haben wir gar nicht. Die wäre jetzt nicht so fett. Müsste aber so fett dann eigentlich werden. Müsste die Gehwege versetzen. Weißt du was? Ich baue das auch alles wieder so hin, dass die Bäumchen und alles wieder so sind, wie sie jetzt sind. Eine Sache, wo ich eigentlich nie mache, was ich jetzt gerade mache, was schon merkwürdig ist, sag ich mal, wenn ich so eine Stadt gebaut habe, dann baue ich die eigentlich im Nachhinein auch nicht mehr um. Die lasse ich dann eigentlich so von der Architektur, von der Infrastruktur. Ich weiß nicht warum, aber ist halt bei mir irgendwie so. Ich habe gerade gedacht, die Bäume schweben. Das lasse ich dann irgendwie immer so. Keine Ahnung. Aber irgendwie im zweiten Teil, also in dem Teil, da habe ich jetzt irgendwie teilweise wirklich angefangen, Sachen umzubauen, neu zu bauen, wo Stau und Verkehr herrscht. Ja, lasse ich auch nicht die Finger davon, da gehe ich dann auch ran und krempel das dann nochmal um. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt im zweiten Teil so angefangen habe, ist aber, denke ich mal, gar keine so schlechte Angewohnheit, sag ich mal. Kann man halt schon die Sachen verbessern, wenn es halt wirklich dann was zu verbessern gibt. So, dann würde ich einmal so runtergehen. Und für das Gezwitscher im Hintergrund, Entschuldigung, es tut mir so leid, aber ich habe... Oh, warte, könnte man da nicht auch eine Landstraße draus machen? Könnte man auch machen, würde ich aber erstmal mit der fetteren hier probieren. Tut mir leid für das Gezwitscher im Hintergrund. Ich habe Frösche und Gecko und sonst was noch. Und das sind halt die Futtertiere, die halt im Hintergrund zwitschern. Und wenn die halt, also wir kaufen die immer klein, aber wenn die halt dann größer sind, erwachsener sind, machen wir dann Kreisverkehr kaputt, ich glaube schon. Größer sind, erwachsener sind, dann kriegen die halt Flügel. Und fangen dann halt an zu zwitschern. Deswegen zwitschert es halt im Hintergrund die ganze Zeit. Ich hoffe, das stört nicht so schlimm. Was ist denn eigentlich, wenn man das... Geht dann der Kreisverkehr kaputt? Oh ja. So lasse ich es. Sieht geil aus. Perfekt. Ach, dann ist er auch komplett weg dann.
Ich will natürlich, dass es cool aussieht, aber... Geht ja nicht anders. Wer hat denn das denn? Wer hat denn sowas entworfen? Dann machen wir es halt so. Geht mal hier rein. Geht dann so hin. Und dann nochmal von der Seite geht man auch nochmal auf den Kreisverkehr. Ob das dann gut aussieht, weiß ich nicht. Weil das ist halt auch immer so ein Ding. Da müsste ich... Ich probiere mal was. Ich mach mal hier... eine gerade Abfahrt. Geh dann direkt... Ja, das ist halt... Oh, geht sogar. Geh dann hier runter. Also ich hoffe, dass morgen dann... Ah, müssen wir noch weiter runter messen. Ich hoffe, dass dann morgen... was heißt morgen? In der nächsten Folge dann... das Gezwitscher besser ist. Es kommt, glaube ich, auch immer auf die Tageszeit drauf an. Heißt, wenn ich halt jetzt so spät wie heute aufnehme, sind sie eher aktiver, als wenn ich jetzt... Was fängt der schon wieder an? Ich könnte natürlich das hier machen. Sollte, glaube ich, bei den anderen auch kein Problem dann sein. So. Ja, soll ich doch nicht machen. Sieht nicht gut aus. Ja, wie gesagt, kommt auf die Tageszeit drauf an. Mit dem Gezwitscher im Hintergrund. Mittags sind sie nicht so aktiv wie abends oder nachts. Da geht es dann immer voll ab bei den... Also immer Party. Das finde ich auch so doof. Mit diesem Höhenunterschied. Also das hier geht auch noch. 20 sind auch noch okay. 16 sind auch noch okay. Ach so, ja, ich bin im Untergrund. Dann könnte man das doch einfach so machen. Und dann gehe ich aus dem Untergrund... wieder raus. Oder halt aus Energy raus. Und dann gehe ich hier auf die 0. Hang zu steil. Auch wegen der... Das sollte ja gehen. Ja, das ist okay. Ich glaube, jetzt sind wir hier... Nur ein bisschen auf Kollision. Ja, schau mal da unten. Dann geht es jetzt ein bisschen in die U-Bahn rein. Sollte, glaube ich, kein Problem sein. Also in Gleisen soll das Ding da unten nicht. Wenn doch, ich war es nicht. So. Also, ja, ich müsste es eigentlich... Es tut mir leid, ich mache jetzt die Straße noch fertig. Heißt, 2 Minuten Überlänge. Ich hoffe, das ist okay. Macht es wieder raus. Das heißt, ich gehe jetzt hier so. Das soll aber schön parallel aussehen. Keine Ahnung, so rum. Hä, so geht es, aber anders nicht. Ist ja wieder die Stromleitung im Weg. Warte. Ja, das. Ach, da ist wieder diese Stromleitung im Weg. Gibt's doch gar nicht. Die ist immer im Weg. Man versetzt sie jedes Mal und die ist trotzdem noch im Weg. Was ist das? Ach so, Strom. Hä? Okay. Muss ich dann auch wieder neu bauen? Mach ich mal so. So, okay. Das heißt. Keine Ahnung. Hier, dann hier so drauf und dann auf 0. Geht das so? Ich glaube ja, nein. Das sieht, oh, das sieht alles nicht gut aus.
Okay. Jetzt bauen wir so ein bisschen. Ich glaube, so ist es in Ordnung. Ja. Ist jetzt nicht gerade das Wunderschönste auf dem Planeten, aber kann man, denke ich mal, so lassen. Wie weit muss man denn da runter? Wie weit ist denn die U-Bahn unten? Ein paar Kilometer. So geht's. Boah, die armen Leute. So, und ist wieder 8000 Kilometer hoch. 31 Meter. Fast im Meeresgrund. Okay, wir kommen hier rein, müssten dann etwa hier, ja, hier runter. Geht das? Kann man das dann direkt hier miteinander so verbinden? Das sieht auch doof aus. Bisschen im Endeffekt so runter. Oh, was? Was macht der? Ach so. Falsche Richtung. So. Dann. Zack. Und. Ja, nee, das machen wir so. Oh, ich hab gerade gedacht, Spielabschutz. Hab ich manchmal. Okay, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das schön aussieht. Wir müssen da noch Bäume platzieren. Vielleicht sieht es dann ein bisschen schicker aus. Aber okay. So mal so ein bisschen zu der neuen Stadtplanung mit der Autobahn. Führt es da lang. Hier ein paar Ein- und Ausfahrten. Mal schauen, ob sie dann wirklich hier lang fahren, weil wenn wir hier dann mehr Auf- und Abfahrten machen, dann wird sich der Verkehr locker flockig noch weiter verteilen auf die Gebiete. Und dann kann man mal schauen. So, jetzt mal aber erstmal Pause. Dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Deswegen, ja gleich, für mich gleich, für euch eine Woche dann. Deswegen erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut und bis dann.